So, ich hatte ja Glück und habe mir Elektriker gerollt und da habe ich ihn am Non-Evo gleich mal angetestet beim Guild War, also beim Gildenkrieg. Und man sieht ja schön, wenn er prockt, er zerlegt einfach alles. Und das schon ohne, dass er evolved ist, geschweige denn devolved. Das ist, erstens habe ich keine Horner dafür und ist mir ein wenig ohne Horner nicht möglich zu machen. Aber Non-Evo reißt der doch auch schon Lücken in die Helden rein. Das einzige Problem ist, er trifft ja nicht nur Helden, sondern er trifft ja auch Truppen prinzipiell. Deshalb muss man eben schauen, dass eben die Truppen vorher von den anderen Helden getötet werden. Und dann kann man ihn schön reinsetzen in die Map und er trifft dann schön die Helden in der Mitte und zerstört diese. Ist ganz nett, wie er das macht. Und man kann sich da eben auch gut vorstellen, dadurch, dass er ja immun ist gegen Stun, machen ihm die Magietürme nichts. Und das ist natürlich ganz was Gutes. Wenn keine Magietürme einen stunnen können, dann kann einem die Zeit nicht mehr davonrennen. Dadurch, das kennt man doch, dass da zwei, drei Helden tot sind und dann kommt man einfach aus dem Stun nicht mehr raus. Hat vielleicht schon die Truppen alle aufgebraucht oder hat prinzipiell keine Truppen. Und da ist er richtig gut zu verwenden. Und ich verwende ihn auch und setze ihn eigentlich meistens auf die Türme, auch ganz gut, wenn irgendwo Pfeiltürme sind. Da kann man ihn auch ganz nett verwenden. Ja, das Gute oder das Schlechte, je nachdem, ob man ihn hat oder ob man von ihm bezwungen wird, das ist einfach sein Schaden, sein Leben und einfach das Ganze drumherum, was eben der Held alles mit sich bringt. Und man sieht es hier ganz schön, er trifft und wenn er schießt, das ist einfach ganz toll. Natürlich gibt es da Probleme mit dem Spawn, wenn da jetzt der Aries nicht so trifft, wie er treffen soll. Ja, muss man halt einfach neu starten, er ist ja nicht unbesiegbar. Man muss auch dazu sagen, er ist ein Non-Evo, natürlich kann der gehittet werden und natürlich, wenn der eine 200 Max ist, ja, natürlich kann er mit einem Schuss töten, das ist einfach so. Aber ich glaube, ihr seht es ganz gut, was der so drauf hat. Verkürzt die Zeit von Gildenkrieg immens, also ich hatte die Sniper ja zum Beispiel ein Pixie und die sind ja nicht evolved. Und ja, verkürzt einem doch ganz nett die Zeit für den Sieg. Und da kann man doch auch die Punkte gut gebrauchen, weil wenn es keinen Fehler gibt, also ohne dass die Zeit abbrennt oder dass man rausfällt mit 50% oder dergleichen, einfach super.